Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Resident Evil Revelations 2. Mir ist gerade aufgefallen, oder als ich das Stück hier nochmal nachgespielt habe, ist mir gerade noch aufgefallen, dass hier hinten noch eine Leiter runtergeht. Hatte ich gar nicht gesehen. Hier ist nämlich auch noch ein Loch im Boden. Bringt aber wohl nichts, weil hier Wasser fließt. Okay. So viel dann dazu. Dann gehen wir hier weiter schauen. Genau, nimm du deinen Freund den Ziegelstein nochmal mit. Du bewegst dich auf jeden Fall, ne? Hi. Na, werden immer mehr, wie es scheint. So viel dazu. Ja, ich glaube, hier war sonst nichts Interessantes mehr. Zumindest sieht es mal nicht so aus. Gut, weiter geht's. Kann ich die irgendwie kombinieren? Ja. Mehr explosive Flaschen, bitte. So. Gut, dass du so wenig mitkriegst, Kollege. Das ist doch schon mal sehr praktisch. Da drin scheint sonst erstmal nichts zu sein, oder? Doch, tatsächlich. Hast du einen Ziegelstein da? Weil dann kannst du den vielleicht mal erledigen. Und hier unten war ja, glaube ich, irgendwo einer, oder? Danke fürs Licht. Sehr freundlich. Oh ne, hier soll was mitnehmen. Auch okay. Jetzt bräuchte man mal einen Ziegelstein, ist natürlich wieder keiner da. Da wäre einer. Achso, du hast ihn wahrscheinlich da unten liegen lassen. Ne? Nimmst noch nicht mit. Das ist etwas ungünstig, weil da oben bräuchte ich jetzt einen. Sonst hast du. Achso, ne, ich glaube nur beim Klettern. Hast du den mitgenommen? Hier noch eine Dings. Wir könnten halt theoretisch hier weitergehen.
Das wollte ich eigentlich vermeiden. Aha. Gut, so geht's natürlich auch. Von der anderen Seite verschlossen, okay. Ah. Ein wenig Munition zum Abgeben, schön. Eine Truhe, die wir hier noch knacken können. Schauen wir mal. Ja, ob das sollte passen. Jawohl. Und Nummer 2 geht auch. Cool. Da unten scheint wohl irgendein Ziegelstein oder was zu sein. Aber gut. So, dann darfst du mal die Muni und ich nehme mal die Teilebox auch noch. Du hast ja ein bisschen mehr Platz. Warte mal. Dann können wir jetzt ja doch noch raus. Sehr schön. Gucken was. Also wir bräuchten aber einen Ziegelstein dafür. Haben wir hier einen? Nö. Da wir auf jeden Fall noch was mitzunehmen. Ein Topaz, sehr schön. Na, Barry, da muss halt doch nochmal eine Kugel verschwenden. Und hat sich's gelohnt? Ja, doch, ein Saphir. Schön. Ich glaube, das war's dann wert. Das ist hier keine Ziegelsteine. Wie gesagt, ich hätte hier zweimal wirklich jetzt mal gebrauchen können. Dann halt nicht. Gerade was geblinkt. Ne, das sind einfach nur ein paar Dings hier übereinander glitschen. Da wäre noch einer, aber auch zu weit weg. Ist hier unten noch irgendwas von Interesse? Ich glaube eher nicht. It's like one of those cranes you see in junkyards. Ah, gehe ich jetzt aber noch mal eine Runde Deckung. Wir gucken mal. Hier wieder ein Ziegel, sehr schön. Ob es hier noch irgendwas an Items gibt. End of the road. We'll have to climb up the crane. It's a long way down. Das kriegen wir schon hin. Denke ich zumindest. So, hoch mit dir, Barry. Springst du darüber? Nee. Schalter hier irgendwo. Mehrere Schalter, okay. Da müssen wir wahrscheinlich gucken, dass wir das irgendwie
hinkriegen, dass wir da rüberkommen. Oder auch nicht. Können wir mal gucken, was das Ding macht. Ah, du fährst einfach rüber. Gut. Talia, du möchtest doch gerne mal auf die andere Seite, oder? So. Was bringt das eigentlich? Sind wir halt jetzt ganz oben? Ah, können aber auch hier wieder zurück. Praktisch. Wow, we're really high up. That's right. Top of the world. Liegt einfach so eine explosive Flasche rum. Das ist aber dann doch noch zu kaputt für dich, oder? Ja. Kannst du da drauf schießen von hier unten? Müsste. Hier ist halt jetzt kein Dings. Ah, okay, das holt das rüber. Jetzt kommst du aber nicht mehr zurück, ne? Könntest aber darüber laufen. Okay. Alles klar. Safety first, erst draufgehen, wenn das Ding angehalten hat. Gut, dann stellen wir uns mal hier hin. Bringst das wieder rüber. Dann können wir die Leiter hier hinten runterlassen. Dann könnte Barry theoretisch halt auch hier hoch. So. Telly könnte dann hier rüber. Hier sind wieder einige Kisten, da brauchen wir dann halt nochmal Unterstützung. Aber erstmal gucken, was hier drin ist. Ein Topaz, sehr gut. So, weiter geht's. Gut, du kannst jetzt zumindest mal hier rüber. Du bist relativ untot, ne? Ja, da haben wir noch ein Ding, sehe ich gerade. Da müssen wir mal gucken, dass wir Barry hier rüber kriegen. Ein Turmemblem. Und noch mehr Loot. Noch ein Topaz.
Da können wir sie vielleicht hochheben. Du kannst es aber auch bedienen, oder wie? Liegt ja eine ganze Menge rum. Das heißt, theoretisch gehen wir jetzt hoch, klettern mit ihr nochmal runter und schicken sie dann darüber. Ja, das sollte passen. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ja, komm. Kannst ruhig ganz runterklettern, wenn ich die Taste gedrückt halte. So, dann darfst du einmal einen Topaz mitnehmen, was immer hier liegt. Noch einer. Genau, und theoretisch sollte Barry ja auch da drauf laufen können. Und was ist hier das Turmemblem noch? Sonst dürfte aber nichts von Interesse hier sein. Und es geht wieder ab zurück für euch beide. Okay, dann solltet ihr, glaube ich, jetzt, ja, holen wir dich nochmal rüber. Dann müsst ihr beide oben rüber klettern. So, gut, dass du da nicht runtergefallen bist. Wahrscheinlich hätten wir auch von da dann schießen können. Well, it looks ready to collapse, but I think we can still cross. Ja, bisher ging das ja doch alles ganz gut. Bringt dir das irgendwas hier weiterzulaufen? Nö. Sieht nicht so aus. Kletterst du von dir aus runter? Du bleibst gleich da hängen. Okay. Weiß, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Almost there, honey. You gonna make it? Wenn du nicht die ganze Zeit im Weg rumhängst, geht das ja auch. Genau, das fällt ja aus, weil kaputt. Und dann können wir uns hier die Dings nochmal holen. Die Plattform. Du kannst hier nochmal irgendwie rumlaufen, bringt das irgendwas? Ich glaube nicht. Na, ich glaube, ich schick dich mal vor. Also jetzt können wir auch rüberschießen. Nicht so ganz. Okay.
hochheben? Oder können wir da hochklettern? Ne, ich glaube ja auch nicht. Warte mal, wenn du oben bist. Ne, hier kommen wir nicht weiter. Ah, Idee. Bewegt sich das Ding, wenn Barry da drauf steht? Das können wir in der nächsten Folge mal ausprobieren. Ich mal so auf die Zeit gucke. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, auf jeden Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.